Wolfgang Barrow wäre fast ertrunken. Der GZSZ-Schauspieler verbrachte seinen Sommerurlaub auf der beliebten Ferieninsel Teneriffa. Eigentlich wollte der 62-Jährige entspannt mit seiner Familie am Strand faulenzen, doch als er sich zum Schwimmen ins Meer begab, wurde Barrow von der starken Strömung übermannt. Im GZSZ-Podcast erzählte der Jo-Gerner-Darsteller über das schockierende Erlebnis: Ich wurde immer weiter weggezogen und immer wieder wurde ich von Wellen unter Wasser gezogen. Zunächst kämpfte der Schauspieler noch, um über Wasser zu bleiben, doch letztendlich musste er sich seinem Schicksal geschlagen geben. Ich hatte aufgegeben und eigentlich gedacht, das war es jetzt, verriet er im Gespräch weiter. Doch Wolfgang Barrow hatte Glück im Unglück. Ein Surfer entdeckte den in Not geratenen Soap-Schauspieler im Wasser und rettete ihm kurzerhand das Leben, indem er ihn auf sein Brett zog und zurück an Land brachte. Für Barrow war es die erste Nahtoderfahrung im echten Leben. In seiner Rolle als Jo-Gerner kämpfte der TV-Darsteller jedoch bereits mehrfach gegen den Tod. Dass ihn die Szenen vor der Kamera leider nicht wirklich auf seine Notlage vorbereiten konnten, musste Barrow jetzt allerdings nun am eigenen Leib erfahren.